Wenden wir uns nun den einzelnen Bildszenen zu. Clara Favarone wurde 1193 oder 1194 geboren und gehörte dem höchsten Adel in Assisi an, sowohl väterlicher wie auch mütterlicherseits. Clara weigerte sich zu heiraten. Sie hatte sich entschieden, jungfräulich zu leben, für ihren Bräutigam Christus. Franziskus ist inzwischen zum Stadtgespräch geworden. Claras Vetter Rufino gehörte mit zu den ersten Anhängern. Dies war sicher Anlass, im Haus Favarone über diese ungewöhnlichen Brüder zu reden, die das Evangelium so ernst nahmen. Claras Elternhaus liegt neben der Kirche San Rufino. Hier hörte sie wohl auch Franziskus predigen und fühlte sich angezogen von dieser Lebensweise. Clara inszeniert mit ihrer Freundin Bona einige Gespräche mit Franziskus. Das Ergebnis dieser Gespräche war das Geschehen am Palmsonntag 1211 oder 1212. Clara legt nochmals ihre schönsten Gewänder an. Das kräftige Rot hebt sie von allen hinter ihr stehenden Frauen ab und deutet an, dass der weitere Weg sich nur mit viel Liebe erklären lässt. Vielleicht darf man in dem roten Gewand auch die Bereitschaft der Hingabe bis zum Martyrium sehen. Clara nimmt an der Palmweihmesse im Dom teil und empfängt aus der Hand des Bischofs den Palmzweig. Es scheint, als empfinge sie damit auch den Segen dazu, das nachzuahmen, was in der Karwoche besonders gefeiert wird. Der Kreuzweg Jesu von Jerusalem nach Golgotha. In der folgenden Nacht sollte sie das Lager verlassen und die weltliche Freude in Trauer über das Leiden des Herrn verwandeln. So lesen wir bei Celano. Alles deutet darauf hin, dass Bischof Guido in das Vorhaben Claras eingeweiht war. In der Nacht zum Karmontag bricht die 18-Jährige eine versteckte Hintertür des väterlichen Hauses auf, die wohl als Fluchtweg bei Überfällen gedacht war. Sie war mit Steinblöcken und Balken so verrammelt, dass, wie die Zeugen sagen, mehrere männliche Arbeitskräfte nötig gewesen wären, sie zu öffnen. Clara schafft es alleine, so dass andern Tags darüber große Verwunderung herrscht. Clara verlässt nun für immer ihr Elternhaus. Sie geht zu Franziskus, der sie mit seinen Gefährten in der ärmlichen Portiuncula-Kapelle unten im Tal erwartet. Clara, von Gefährtinnen zu Hause bestärkt, wagt den Sprung ins Ungewisse. Der Doppelbogen weist malerisch darauf hin, dass Portiuncula die Wiege zweier Gemeinschaften ist. Links hinten ist ein Mann zu sehen. Es könnte eventuell der spätere Bischof Simon sein, der ja wahrscheinlich ein Verwandter Claras war und dieses Tafelbild in Auftrag gab. Franziskus wird durch die Stigmata und die Aureola schon 1211, 12 als der spätere Heilige der Kirche dargestellt und habe als solcher auch die eigentlich den Amtsträgern vorbehaltene kanonische Tonsur Claras vornehmen können.
Franziskus, auch sonst nicht zimperlich in der Gestaltung einer spontanen Liturgie, wie wir von Weihnachten 1223 in Greccio wissen, schneidet Clara die schönen blonden Haare ab und kleidet sie mit dem aschgrauen Gewand der Minderbrüder. Unklar ist, ob es sich um einen Bußritus, um die Jungfrauenweihe, Consecrata Virginum, oder um eine regelrechte Tonsur handelt, die ja zu den niederen Weihen von Klerikern gehörte. Clara wird unter die armen Weggefährten Christi aufgenommen. Ihre Liebe gehört ihm allein. Sinnbild ist hierfür der rote Altar. Scheinbar sind nicht alle Brüder über den Schritt Claras glücklich. Das Tafelbild wurde zu einer Zeit gemalt, da die Frage der Schwesternseelsorge den Männerorden tief spaltet. Nach dem nächtlichen Ausbruch Claras ist am Morgen bei Fafarones die Hölle los. Die ganze Sippschaft macht sich auf die Suche, fest entschlossen, die Flüchtige wieder heimzuholen. Die Bruderschaft behält Clara nicht in ihrem Kreis. Clara findet Schutz in der nahen Benediktinerinnenabtei San Paolo. Wohlweislich hat sie Franziskus noch in der Nacht dorthin gebracht. Doch die Angehörigen finden das Versteck. Sie reden mit vielen Versprechungen und schmeichelnd auf Clara ein. Als das nichts hilft, wollen sie sie mit Gewalt mitnehmen. Da flüchtet Clara zum Altar. Sie ergriff die Altartücher, zeigte ihren geschorenen Kopf und ließ sich weder entführen noch mitnehmen. Der Rückholversuch der Männer scheiterte nicht nur am entschiedenen Widerstand Claras, sondern auch am Asylrecht, das jene Abtei genoss. Als Schwester mit leeren Händen lebt Clara sichtbar dort von den reichen Nonnen getrennt. Darauf wurde Clara von Franziskus, Philipp und Bernhard zur Kirche Sant'Angelo di Panzo gebracht. Dort lebte eine Frauengemeinschaft von Büßerinnen ohne bestimmte Regel. Sechzehn Tage später wiederholt sich das gleiche ernste Spiel. Katharina Fafarone, Claras jüngere Schwester, bricht von daheim aus und begibt sich zu ihrer älteren Schwester Clara. Diese ist hocherfreut, die leibliche Schwester nun auch als Gleichgesinnte zu haben. Onkel Monaldo stellt sich an die Spitze von 12 Männern und reitet nach Sant'Angelo, 3 Kilometer südöstlich von Assisi. Es gibt ein Gezeter und ein Gemenge. Als 4 Männer Katharina wegtragen wollen, wird sie laut Legende so schwer, dass sie sie nicht vom Fleck bewegen können. Monaldo will dreinschlagen. Doch da wird sein Arm lahm und steif wie ein Brett. Auf das Gebet Claras hin siegt göttliche Macht über menschliche Kraft. Wohl wegen des tapferen Widerstandes bekommt Katharina bei der Einkleidung den Namen der römischen Märtyrerin Agnes. Im rechten oberen Eck sehen wir, wie Katharina in die Hände Claras Gehorsam verspricht, während Franziskus ihr mit eigener Hand das Haar abschneidet und sie dann zusammen mit ihrer Schwester über den Weg des Herrn unterrichtet. Es sei gleich hier erwähnt,
dass Jahre später auch Claras jüngste Schwester Beatrix, ferner Amata, eine Nichte, das Leben der armen Frauen wählen. Und dass zuvor schon, wahrscheinlich Jahr 1216, auch die Mutter Ortulana nach dem Tod ihres Mannes ihren zwei Töchtern nach San Damiano gefolgt ist. Was Clara angeregt und ermutigt durch Franziskus begann, hat wie ein Blitz eingeschlagen und wie Feuer um sich gegriffen. So waren bald an die 50 arme Frauen in San Damiano, dem Klösterchen, das Franziskus seinen Herrinnen hergerichtet und überlassen hat. Acht Schwestern umgeben Clara an einem leeren Tisch. Messer deuten auf Essenszeit hin. Schwester Cecilia sagt unter Eid im Heiligsprechungsprozess aus: Eines Tages, als die Schwestern nur noch ein halbes Brot hatten, weil sie die andere Hälfte den außerhalb wohnenden Brüdern geschickt hatten, befahl mir Frau Clara, jenes halbe Brot in 50 Scheiben zu schneiden und sie den Schwestern zu bringen, die zu Tisch gegangen waren. Und also hatte der Herr jenes Brot auf solche Weise vermehrt, dass ich davon 50 gute und große Scheiben geschnitten habe, wie die heilige Clara mir aufgetragen hatte. Es deutet die biblische Parallele der Brotvermehrung an. Aus der Abgeschiedenheit bei den vorherigen Stationen, Benediktinerinnen und Waldschwestern, tritt hier ganz die Nähe Assisis ins Bild. Das von Clara gewählte Kloster San Damiano ist auffallend stadtverbunden. Hier kann die Schwesternschaft in der Nähe der Brüder und der Stadt wachsen. Jungfrauen erscheinen am Sterbebett Claras. Die herausragende Figur in den zwei aufeinanderfolgenden Szenen ist Maria in hellem Gewand, mit einer Krone gekrönt. Im Hintergrund wird gezeigt, wie sie begleitet von 6 Jungfrauen eintritt, und im Vordergrund, wie sie alle zusammen ein großes, helles Seidentuch entfalten und über die dunkler gekleidete Frau Clara ausbreiten. Schwester Benvenuta hatte nach eigenen Angaben diese Vision am Freitagabend, den 8. August 1253, unter dem Beisein mehrerer Schwestern. Zwei davon sehen wir links im Bild wie auf einer Empore. Thomas von Celano übernahm diese Zeugenaussage dann aus den Heiligsprechungsakten in seine 1256 verfasste Biografie über die heilige Clara. Papst Innozenz IV. Beeilte sich, mit seinem Hof zu Claras Begräbnis zu kommen. Es war insofern nicht schwierig, weil er vom April oder Mai bis 6. Oktober 1253 in Assisi residierte. Wie man sieht, kommt der Papst mit etlichen Kardinälen und Bischöfen. Er selbst beweihräuchert den Leichnam.
Die Minderbrüder stehen staunend in der linken Ecke des Bildes. Celano berichtet vom Zustrom der Leute. Innozenz wollte spontan die Messe zu Ehren der Jungfrauen feiern, anstatt der Totenmesse. Damit hätte er Clara gleichsam kanonisiert. Nur das Veto des Kardinalprotektors Reinald hinderte ihn daran. So blieb es eben diesem Reinald vorbehalten, als Papst Alexander IV. Und Nachfolger des Innozenz IV. Am 15. August 1255 Clara in das Verzeichnis der Heiligen aufzunehmen.